Hallo zusammen. Wenn man im Pool ist, möchte man sich nur noch entspannen, die Sonne genießen, schwimmen und einfach so viel Spaß wie möglich haben. Schließlich kann man so für mehrere Tage den ganzen Stress, den man sonst hat, vergessen. Also nichts wie los, die Badesachen anziehen und in den Hotelpool springen. Die Berichte über Unfälle im Pool häufen sich leider immer mehr. Ist es dort tatsächlich noch sicher oder sollte man lieber darauf verzichten, sich ein wenig Abkühlung zu gönnen? Wenn man ein Mädchen aus Minneapolis fragen würde, wäre ihr Antwort wahrscheinlich eindeutig. Geht bloß nicht in den Pool. Was genau hier widerfahren ist, erfährst du hier. Die 16-jährige Salma Bashir isst eigentlich für ihr Leben gern Meeresfrüchte, doch auf diesen Geschmack muss sie schon seit Jahren verzichten, da sie nicht mehr wie jeder andere normal essen kann. Sie verfügt weder über Gedärme noch über eine Gallenblase, doch dies ist nicht seit ihrer Geburt so. Sie hatte diese in einem schrecklichen Unfall verloren. Ihr gesamter Bauch gleicht einer offenen Wunde, die täglich gesäubert und gepflegt werden muss. Ab und zu kaut sie zwar normales Essen, welches ihre Mutter für sie zubereitet, doch essen bzw. herunterschlucken darf sie dieses nicht. Sie muss also alles wieder ausspucken und wegwerfen, doch allein für den Geschmack und das damit verbundene Gefühl sei es ihr das wert. Sämtliche von ihr benötigten Nährstoffe bekommt Salma intravenös verabreicht. Essen kann sie schließlich nicht mehr verdauen. Doch wie kam es dazu, dass das Mädchen ihre Verdauungsorgane verloren hat? Die damals erst 5-jährige Salma war mit ihrer Familie in Alexandria, Ägypten im Urlaub. Sie wollte sich ein wenig im Babypool austoben und spielen, eigentlich ja nichts Schlimmes. Ihre Mutter beobachtete die Kleine die ganze Zeit aus dem Augenwinkel und es schien nichts Ungewöhnliches zu passieren. Salma schwamm eine Runde und kam wieder zurück, sie schwamm noch eine Runde und kam ebenfalls wieder, doch auf einmal nicht mehr. Salma hatte sich, ohne es genau zu bemerken, auf eines der Saugventile des Pools gesetzt. Plötzlich ging es schnell, die Bademeister haben noch versucht, sie wieder wegzuziehen, doch es war bereits zu spät. Der Sog war so stark, dass ihre Gedärme dabei herausgezogen wurden. Ihre Mutter, die Zeugin des Unfalls war, konnte das Geschehene noch gar nicht realisieren. Salma trug zu diesem Zeitpunkt einen roten Badeanzug, weshalb die Mutter zuerst nicht die aus ihrer Tochter quellenden Innereien bemerkte. Die Chancen um Salma standen denkbar schlecht. Ohne die dringend benötigten Verdauungsorgane gaben die Ärzte ihr maximal 1 bis 2 Wochen bis zu ihrem Tod, doch so kam es nicht. Zuerst wartete die Familie eine lange Zeit auf die Spenderorgane, denn sie hofften auf eine lebensrettende Transplantation. Nach einiger Zeit kam zwar die lang ersehnte Transplantation, doch Salmas Körper stieß die Organe ab. Ihr Bauch musste also weiterhin offen bleiben und so ist es auch noch heute. Die Wunde nässt ständig und schränkt sie erheblich ein. Um sich fortbewegen zu können, ist sie auf einen Rollstuhl angewiesen. Salmas Behandlungen kosten eine enorme Summe an Geld, welche ihre Eltern langsam nicht mehr aufbringen können. Eine Versicherung übernimmt die Therapie nicht. Um ihren Zustand zu verbessern, empfehlen die Ärzte ihr eine erneute Transplantation, welche allerdings in der Summe von rund 3 Millionen Dollar kommen würde. Doch die Teenagerin gibt nicht auf. Sie hat eine Crowdfunding-Aktion gestartet und hofft, dass fremde Menschen für ihr Wohlergehen spenden. Eine inspirierende Geschichte. Wer hätte gedacht, dass eine junge Frau mit solch einer tragischen Geschichte einen solchen Überlebenswillen aufweist und einfach nicht aufgeben möchte? So Freunde, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn dir unser Video gefallen hat, würden wir uns riesig über einen Daumen nach oben freuen. Um keine weiteren interessanten Videos zu verpassen, klickt auf Abonnieren und wir sehen uns bald wieder.